Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und aus meiner Sicht ist die heutigste Folge eine der wichtigsten Folgen für jeden Koi-Hobbyisten. In dieser Folge geht es einmal mehr um das Thema Koi-Kauf und zwar nochmal ein bisschen aus meiner Sachverständigenpraxis berichtet, wann ich die Möglichkeit habe, mich bei meinem Verkäufer schadlos zu halten, wenn was passiert, und wann ich eben diese Möglichkeit nicht habe. Und um das Ganze noch ein bisschen zu untermauern, möchte ich beginnen mit der aktuellen Situation, was eben die wichtigsten, ja, oder die dramatischsten Fischkrankheiten, mit denen wir es im Hobby zu tun haben, angeht. Da wäre an erster Stelle zu benennen KHV, das Koi-Herpes-Virus. Und wir haben heute die Situation, dass im Grunde, egal wo man kauft, man nicht 100% sicher sein kann, KHV-freie Fische zu bekommen. Das hat einfach damit zu tun, dass nicht nur hier am Handel Fehler gemacht werden, sondern dass auch in der Koi-Zucht in Japan schon Fehler gemacht werden. Natürlich kommen auch nicht alle Koi aus Japan, es kommen Koi aus Israel, es kommen Koi aus Gesamtasien im Grunde. Und was da noch alles so passiert und gemacht wird, vielleicht sogar bewusst gemacht wird, das will ich gar nicht wissen. Jedenfalls ist die Situation die, dass wir eben immer wieder die Gefahr laufen, dass wir KHV-positive Fische bekommen oder kaufen, unwissentlich. Und die Situation ist leider die, dass die aktuellen KHV-Tests nicht den Nachweis erbringen können, ob der Fisch frei ist von KHV, sondern sie können nur den Nachweis erbringen, dass es momentan im Fisch nicht nachweisbar ist, was aber eben nicht heißt, dass es im Fisch nicht vorhanden ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, respektive das muss man einfach wissen, wenn man so einen KHV-Test vor die Nase gehalten bekommt. So, das ist mal die eine Sache. Dann gibt es noch CEV, das Koi Sleepy Disease. Da haben wir eine ähnliche Situation, dass es auch nicht immer nachgewiesen werden kann. Das aber davon auszugehen ist, dass viele Bestände einfach damit auch durchseucht sind, weil diese Krankheit auch schon sehr lange in der Koi-Szene kursiert und eben auch in Japan. Und das ist einfach, gehört heutzutage, eigentlich muss man fast sagen, zum Hobby dazu. Und auch da ist es so, es handelt sich um ein Virus, der eben entsprechend schwer nachzuweisen ist. Und das dritte Problem und eines der schlimmsten Probleme eigentlich sind multiresistente Keime. Für die, die nicht wissen, was es ist, schnell erklärt. Jeder hat wahrscheinlich schon mal diese Horrormeldungen gehört, dass es in einem Krankenhaus Menschen erkrankt sind und dass kein Antibiotika mehr hilft. Und das eben sind multiresistente Keime. Das heißt, wir haben hier Keime, die so weit mutiert sind, dass keines der gängigen Antibiotika mehr drauf anspricht, also Bakterien. Und wenn ihr solche Fische kauft, dann sind die Fische dort, wo sie verkauft werden, in der Regel unproblematisch, weil der Fisch selber, der ist halt, kommt mit diesen Keimen in der Regel noch klar. Problem ist nur, wenn ihr einen solchen Fisch in euren Bestand holt, dann kommen eure alten Fische mit dem Keim überhaupt nicht mehr klar. Und das führt in der Regel dazu, dass es dann richtig mit dem Rasenmäher durchgeht. Das heißt, ihr werdet viele, viele kranke Fische und möglicherweise auch viele tote Fische danach haben. Weil bis ihr das Problem erkannt habt, ist es in der Regel zu spät. Denn sind zumindest die meisten Fische massivst erkrankt und eben soweit geschädigt. Gerade bei bakteriellen Infektionen geht das ja relativ schnell, dass der Bestand danach zumindest mal wertlos ist, aber möglicherweise und mit großer Wahrscheinlichkeit auch viele Fische tot sind. So, das ist mal die Ausgangslage, mit der wir Koi-Hobbyisten es heute zu tun haben. Und die kann man nicht schönreden, die muss man einfach akzeptieren, wenn man sich mit dem Hobby Koi-Haltung befasst. Und ich rate jedem dazu, wirklich jedem, der jetzt sagt, das ist aber nichts für mich, dann auch wirklich konsequent zu sein und es nicht zu tun. Es ist meine gängige tägliche Praxis, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich für meinen Begriff oder für meinen Teil habe das auch akzeptiert. Das heißt, wenn mir mal sowas passiert, dann ist das eben so. Allerdings, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, folgendes Gedankenspiel. Egal, ob wir jetzt KHV, CEV oder multiresistente Keime nehmen, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr kauft bei einem Koi-Händler einen Fisch und danach geht bei euch eben der Krankheitsausbruch los. Dann geht ihr zu dem Koi-Händler und sagt ihm, du pass mal auf, ich habe den Fisch von dir gekauft. Vorher war mein Bestand unauffällig und jetzt habe ich hier massivste Probleme.
dann wird der Koi-Händler wahrscheinlich sagen, das kann nicht von mir sein. Das hast du bestimmt vorher schon im Teich gehabt. So, und jetzt kommt's. Wenn ihr jetzt das Problem habt, dass ihr Fische von verschiedenen Quellen gekauft habt, dann werdet ihr es, na, überhaupt nicht wahrscheinlich, aber zumindest mal nur sehr schwer schaffen, euch an diesem Koi-Händler schadlos zu halten, weil er euch die Pest geliefert hat. Sondern dann wird der Händler sagen, und das unter Umständen sogar mit gutem Recht, lieber Kunde, wenn du so unsorgfältig bist und aus vielen verschiedenen Quellen kaufst, was nachweislich dein Risiko, sich irgend sowas einzufangen, massivst erhöht, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn es passiert. So, und da muss ich sagen, da finde ich, hat der Koi-Händler sogar recht, weil, und das ist eben der entscheidende Punkt, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass Koi-Händler sowas böswillig machen, sondern es ist heute Teil des Problems der Koi-Zucht, Teil des Problems des Koi-Handels und auch der Koi-Hobbyisten, die letztendlich am Ende dieser Kette stehen. Wir haben nun mal diese drei Probleme und wir haben noch ein paar mehr natürlich, wir haben Parasiten, wir haben noch andere Bakterien, aber das sind die drei großen Probleme, die wir in der Koi-Haltung haben. Und die können wir nun einfach mal nicht mehr wegzaubern oder wegreden, sondern die sind vorhanden. Und deshalb reicht es meiner Meinung nach auch nicht aus, zu sagen, du böser Koi-Händler, hast mir das jetzt gebracht, sondern jeder hat aus meiner Sicht da seinen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, der Koi-Händler sollte größtmögliche Sorgfalt walten lassen, dass er eben diese Krankheiten gar nicht einkauft und damit auch nicht verkaufen kann. Und der Koi-Kunde sollte größtmögliche Sorgfalt haben, dass er eben die bestmöglichen Haltungsbedingungen hat, dass eben möglicherweise solche Krankheiten gar nicht ausbrechen, weil die Fische ein super Immunsystem haben. Und er sollte auch, und das ist meine persönliche Meinung, dass man nur bei einem Koi-Händler kaufen sollte. Denn, ist ja ganz logisch, egal was ich mache, egal was passiert, wenn ich immer nur bei einem Koi-Händler gekauft habe, dann kann es auch nur von diesem Koi-Händler kommen. Und dann ist faktisch auch egal, ob der Koi-Händler nun, ich sage jetzt mal, böswillig diese Fische vertrieben hat oder ob er in gutem Glauben sie vertrieben hat, dass sie gesund waren. Er hat geliefert und damit ist er in der Haftung. Und das ist einfach aus meiner Sicht der große Vorteil, wenn ihr nur bei einem Koi-Händler eure Fische kauft. Und der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, aber der hat ja die und die Varietät nicht. Und da kann ich euch nur sagen, in der heutigen Zeit mit den eben geschilderten Risiken, und die sind nicht dramatisiert, sondern die sind wirklich so, weil ich habe im letzten Jahr wieder von vielen Fällen erfahren, wo ein Händler multiresistente Fische vertrieben hat. Und das ist wirklich kein Spaß, weil, wie gesagt, es geht eigentlich nie ohne Verluste ab, bis man einfach erkannt hat, was ist. Und dann muss man ja auch noch wissen, was zu tun ist. Das ist ja noch viel schwieriger. Und für Anfänger ist das einfach unmöglich. Ein Anfänger kann das gar nicht leisten. So, und deswegen nochmal mein Appell an euch, an dich. Bitte kaufe nur bei einem Händler. Und auch aus diesem Grund, diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, verbietet sich für mich der Kauf von privat. Weil das Problem ist einfach, natürlich mag es Privatleute geben, die sehr sorgfältig sind, die eben Fische möglicherweise auch nur aus einer Quelle gekauft haben. Aber weißt du es? Und vor allen Dingen, das Problem ist ja nicht kleiner. Das Risiko ist ja nicht kleiner. Und wenn du jetzt von privat einen Fisch kaufst, mal ganz davon ab, wie die rechtliche Situation ist, ob von privat gekaufte Fische nun mit Garantie oder eben mit einer Gewährleistung verkauft werden oder nicht. Was ist denn, wenn dann ein Schaden passiert? Ich sage mal, von einer Privatperson den Schaden ersetzt zu bekommen, ist ja noch um ein Vielfaches schwieriger, als von einem Händler diese Sache ersetzt zu bekommen, weil ein guter Händler hat ja auch eine Haftpflichtversicherung, die im Zweifel für den Schaden, den er verursacht hat, eintritt. Eine Privatperson, da stellt sich dann die Frage, ob die Haftpflichtversicherung, die die hat, dann auch tatsächlich greift. Also aus meiner Sicht zusammengefasst zwei ganz wesentliche Punkte. Es verbietet sich aus meiner Sicht der Kauf von Fischen von privat wegen des hohen Risikos, wegen der unbekannten Quellen und wegen möglicherweise auch dem Haftungsproblem oder dem Schadensersatzproblem, wenn es denn zum Knall kommt. Und auf der anderen Seite bin ich ein großer Verfechter davon, nur bei einem Händler zu kaufen. Denn wenn du gerade als Anfänger nur bei einem Händler kaufst, dann ist einfach vollkommen klar, dass dieser Händler dafür verantwortlich ist, wenn du eben große gesundheitliche Probleme bekommst. Und dann ist es ein relativ leichtes, weil dann brauchst du nur noch einen Fischtierarzt, der eben sagt, okay, hier sind diese Probleme. Dann brauchst du vielleicht noch einen Sachverständigen, der dir bescheinigt, dass deine Teichanlage okay ist.
Und dann muss der Händler Schadensersatz leisten in dem Rahmen, den er zu verantworten hat. Natürlich für Haltungsfehler und was da sonst noch alles möglich ist, kann er nicht haften. Aber wenn er grundsätzlich mal dir die Fische alle geliefert hat und die stellen sich auf einmal als KV, CEV oder multiresistent positiv heraus, ist ja logisch, wo sie herkommen. Also sind diese Tiere dann in dem Moment wertlos und der Schaden muss ersetzt werden. Und das ist dann eine ganz einfache Kiste und dann gibt es überhaupt keine Lücke, durch die ein Händler dann noch durch könnte. Und das ist eigentlich das Wesentliche an diesem Punkt. Und für dich als Anfänger ist es einfach auch noch so, du hast, wenn du Anfänger bist, so viele Sachen, die du erstmal noch lernen musst in Sachen Koi-Haltung. Das ist das ganze Thema des Wassermanagements. Das ist das ganze Thema, der Teich muss ja erstmal einfahren. Das heißt, der muss ja seine Leistungsfähigkeit erstmal bekommen. Und das dauert Minimum ein Jahr. Und jedes Jahr wird der Teich dann doch nochmal besser. Dann musst du erkennen, wann die Fische anfangen, Probleme zu machen. Denn ganz wichtig ist bei der Koi-Haltung, du musst die Probleme erkennen, bevor sie wirklich da sind, damit du schon Maßnahmen einleiten kannst. So, und das alles plus dann eben mit solchen großen Knallern klarzukommen, ist meiner Meinung nach fast unmöglich, sondern dafür brauchst du viele Jahre Erfahrung. Und selbst Leute mit Erfahrung habe ich schon erlebt, die dann, wenn sie sich multiresistente Fische reingeholt haben, nicht mehr weiter wussten, weil es einfach so komplex ist. Und vor allen Dingen, man hofft ja erstmal, ich sag mal, mit Bordmitteln sich helfen zu können. Dann kommt vielleicht der Tierarzt. Und das alles dauert Tage, wenn nicht Wochen. Und dann ist es einfach schon zu spät, weil dann sind die Keime so weit verbreitet, dass dir alles um die Ohren fliegt. So, und aus dem Grunde ist meine Empfehlung in der heutigen Zeit mit den eben geschilderten Risiken definitiv nur bei einem Händler zu kaufen. Und ich bin mir auch 100% sicher, wie gesagt, es gibt ja nicht nur den Händler, der bewusst jetzt, ich sage jetzt mal, kranke Fische in Umlauf bringt, sondern die meisten Händler werden sorgfältig sein und werden versuchen, gesunde Fische zu verkaufen. Aber sie können auch nicht sicher sein, weil es eben diese Nachweise nicht gibt. So, das heißt, ein Händler wird dir auch wahrscheinlich sehr dankbar sein, wenn du nur bei ihm kaufst, weil dann eine ganz andere Händler-Kundenbeziehung entstehen kann, die dann eben auch, wo jeder mehr oder weniger dem anderen vertrauen kann und dann auch sie beide wissen, dass sie gemeinsam ein Problem haben und nicht der Kunde ein Problem hat und der Händler will nichts davon wissen, weil der Kunde eben noch bei 10 anderen gekauft hat. Und das ist im Koi-Bereich meiner Meinung nach heute essentiell. Ansonsten würde ich mal behaupten, ist das mit dem Koi-Kauf aus unterschiedlichen Quellen so ähnlich wie mit dem russischen Roulette. Dann ist nicht die Frage, ob es knallt, sondern nur noch, wann es knallt, weil einfach die Situation so problematisch ist, wie ich das gerade versucht habe zu schildern. Ja, das ist einfach mal so die Situation und auch hier nochmal, ich komme mir fast wie ein Prophet vor, dass ich das andauernd wiederhole, aber aus meiner Sicht ist das Risiko oder aus meiner Sicht ist es der Wunsch, eine bestimmte Varietät zum jetzigen Zeitpunkt unbedingt haben zu wollen, steht in keinem Verhältnis zu dem Risiko, was es bedeutet, dafür den Händler zu wechseln. So wollte ich sagen. Und insofern seid bitte vorsichtig damit und überleg dir gut, ob du das machst. Denn wenn du es einmal drin hast, dann ist das Geheule groß. Denn im Grunde kriegst du es dann nur noch wieder raus, indem du deinen ganzen Bestand platt machst. Ob das KV ist, ob das CV ist. Genauso bei multiresistenten Keimen, sind die einmal da, dann sind die da. Und ja, wie der Name schon sagt, dann gibt es wahrscheinlich kein Mittel mehr, mit dem man die wirklich wieder wegbekommt. Das heißt, jeder neue Koi-Zukauf wird dann wirklich zum noch mehr russischen Roulette, als es das schon zu Beginn war. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ich male hier ziemlich schwarz oder ich übertreibe. Das mag ja so sein. Du achte bitte drauf, wer das ist. Ist das ein Koi-Händler? Dann überleg dir vielleicht mal, warum der das sagt. Es ist meine mehr oder weniger tägliche Praxis als Sachverständiger, dass ich von solchen Fällen erfahre oder auch solche Fälle selber bearbeiten muss. Und ich kann nur dazu raten, ich habe es auch an anderer Stelle schon ganz oft gesagt, ich kaufe meine Fische seit nunmehr 20 Jahren nur noch bei einem Händler und damit ist für mich, bin ich völlig entspannt. Es kann immer was passieren, natürlich klar, aber ich habe alles, was mir in meiner Macht steht, damit getan. Und wenn mein Händler das dann auch tut, dann sind wir beide die Angeschissenen und dann werden wir auch eine Lösung finden, wie man mit dem Problem bestmöglich dann umgeht und wie wir eine einvernehmliche Lösung finden. Und da weiß ich genau, dass ich bei meinem Koi-Händler an einer guten Adresse bin
Und ja, ich denke mal, wenn man das sagen kann, dann nimmt sich diese Problematik mit KV, CEV und multiresistenten Keimen, nimmt man dem auch wieder seine Spitze so ein bisschen, sodass man sagen kann, okay, unter der Basis, unter der Voraussetzung kann ich dann auch noch mit Spaß Koi halten, weil ich einfach weiß, dass ich mich auf die Gegenseite da auch verlassen kann. Und ich habe es auch schon oft genug gesagt, der Koi-Kauf ist ein Teil des Hobbys. Es macht halt riesig viel Spaß, Koi zu kaufen, Koi, vor allen Dingen Koi erstmal auszusuchen und sich zu überlegen, wen möchte man denn noch im Bestand haben und so seine Sammlung eben immer wieder auszubauen. Und ich fände das schon sehr bedauerlich, wenn ich auf diesen Teil des Hobbys verzichten müsste. Und ja, ich glaube, ich habe da so einen guten Weg gefunden. Und nochmal abschließend, und dann ist wirklich Schluss, es ist die einzige Chance, die du hast, nur bei einem Händler zu kaufen, wenn du im Problemfall auch nicht auf deinem Schaden alleine sitzen bleiben willst. Wenn du das nicht machst, wenn du aus unterschiedlichen Quellen kaufst, wird es sehr, sehr schwer, den, ich sag mal, Schaden einem Händler nachzuweisen und dich dann auch an diesem Händler schadlos zu halten. Ja, das war's zu dieser Folge. Wie gesagt, ich glaube, es ist eine der wichtigsten Folgen von den mittlerweile 250, die ich gedreht habe, weil es eben, ja, hier gibt es eigentlich nur Schwarz und Weiß. Wenn es knallt, dann ist das Thema durch und dann kommt mancher wahrscheinlich auch dahin, dass er sagt, jetzt schütte ich den Teich zu, weil einfach der Schaden so immens groß ist. Und ja, solltest du weitere Fragen zu diesem Thema haben, dann ruf mich bitte an unter 02236 322 8891. Ich würde dich ganz dringend bitten, diese Folge an möglichst viele Leute weiterzuteilen, denn es betrifft jeden, der mit Koi zu tun hat. Selbst einen Händler betrifft es, weil ich würde, wenn ich zum Beispiel Händler wäre, auch meine Kunden fragen, schon aus eigenem Interesse, hör mal, wo kaufst du oder wo hast du bisher deine Fische gekauft? Und je nachdem, wo der bisher gekauft hat oder von welchem Züchter er Fische im Teich hat, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich dem Kunden Fische verkaufe. Weil das Problem ist einfach, es wird unter der Hand eben auch alles erzählt und wer wissen will, der weiß auch, welcher Züchter in Japan regelmäßig KHV hat oder wer jetzt gerade KHV hat. Das ist also relativ leicht rauszubekommen. Und dann muss ein guter Händler muss auch wirklich sich selber da schützen, indem er einfach dann sagt, du lieber Kunde, ich würde dir gerne einen Fisch verkaufen, aber das könnte mein teuerster Verkauf werden und da möchte ich gern drauf verzichten. Und auch das ist ganz wichtig. Als Händler hast du keine Chance, dich gegen den Kunden abzusichern. Du kannst eine Ankaufuntersuchung machen, du kannst einen KV-Test machen, alles scheißegal, denn am Ende des Tages bist du derjenige, der nachweisen muss, dass dein Fisch, den du verkauft hast, gesund war, zumindest das erste halbe Jahr. Und das kannst du nicht. Und damit hängst du am Fliegenfänger, wenn du den Fisch verkaufst. Und irgendwelche Haftungsdinge ausschließen geht auch nicht, weil sobald ein Händler einen Endkunden schlechter stellt als das Gesetz, gilt das Gesetz. Und das Gesetz sagt ganz klar, du bist hier in der Haftung. Dazu verweise ich auch gerne nochmal auf die Beiträge, die dazu bei den Podcasts zu finden sind, wo es um die rechtlichen Aspekte geht, die ein Rechtsanwalt da erläutert hat. Und ja, deswegen bitte teil diesen Beitrag ganz, ganz oft. Einfach um auch diesen, ich sage jetzt mal Sumpf, den es da momentan gibt, dass eben solche Fische vertrieben werden und dass die Leute damit durchkommen, weil eben du so dumm bist, ich sag's mal so ganz platt, und überall deine Fische kaufst. Damit arbeitest du denen, die unseriös sind, nur in die Hände. Und wenn man das aufhört und wenn man nur noch aus einer Quelle kauft, dann haben die keine Chance mehr und dann hängen sie am Fliegenfänger auch berechtigterweise und dann wird auch der Schaden, den du hast, eben entsprechend entschädigt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.